Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. So, wir schauen uns mal eben kurz unseren neuen Gruber an. Ja, sieht schön aus und mit dem testen wir jetzt unser neues Ablage-Schwarthäcksel. Ne, wie heißt denn das eigentlich? Das System halt, wo dadurch, dass wir Chopped Straw haben, also abgeranzten Häckselgutauswurf vom Drescher, als Düngemittel gebrauchen können. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da finden wir jetzt gemeinsam raus, ob das auch funktioniert. Auch als Vorbereitung dafür, dass wir müssten hier bei den unteren Feldern auf jeden Fall wieder Mais anbauen, weil unsere Schweine sonst verhungern. Und unsere Schweine ja die Gülle produzieren für unsere Felder, müssen wir das eh machen. Also, hier geht es auf jeden Fall voran. Immer wieder mal auch dann mit neuen Maschinen und Co. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, ob der zieht und ob er das tut, was er soll. Ich glaube, ich nehme noch nichts von. Aha. Kein Dünger. Also. Doch, funktioniert. Ja, so könnte man dann also auch düngen. Wieder was dazugelernt. Schau mal einer, guck. Ja, dann müssen wir den jetzt erstmal hier vor sich hin machen lassen. Der hat gerade abgetankt. Sehr gut, funktioniert. Und ja, dann machen wir noch mal eben kurz das Silo leer. Wo wir gerade mal dabei sind. Und dann müssen wir mal hier gucken mit Förderbändern und so, dass wir mal ein bisschen aufräumen. Während wir da oben weiter ernten und ansehen und so. Also jetzt geht's hier immer weiter. Und voran und Co. Ich könnte, glaube ich, auch mal was anderes testen. Fällt mir gerade mal ein. Wir sind ja gerade hier unter uns. Guckt ja keiner zu. Pass auf. Wir gehen mal einmal hier. Unser Gewicht an die Seite. Und dann machen wir mal Selbstbedienung hier. Wenn wir eh mit einem abfahren, dann geht das ja. Und sozusagen Selbstbefüllung hier. Sollte ja auch eigentlich funktionieren. Also, was wir jetzt interessanterweise nicht sehen, ist dann halt der Füllstand von dem Häcksler selber. Weil man ist ziemlich sicher, dass er zwei Ebenen anzeigen kann, aber offenbar ist dem nicht so. Der wird nur gar nicht von vorne gezeigt. Huch. Ja. Tja, da können wir hier sehr schön auch in den zweiten Hänger reinhäckseln. Und langsam nähert sich der Füllstand des Silos dem Ende entgegen. So, ist natürlich die Frage. Fahren wir den letzten Kram hier auch noch weg oder lassen wir das so? Wir brauchen ja noch ein bisschen was für die Tiere. Ja, das läuft ja hier bei uns. Ja, famos, dass mit den Hängern hier funktioniert.
bin begeistert, quasi. Also, ich muss sagen, dieses neue Silo-Füllsystem macht mir persönlich nicht so viel Spaß, sage ich jetzt mal. Da kann ich mir coolere Dinge vorstellen. Mal eben das Gewicht wieder dran, dann geht das auch. Ja, ist also ein bisschen schade. Eigentlich als Innovation, glaube ich, gedacht. Das ist irgendwie, ich weiß noch nicht, ob ich das falsch mache, aber irgendwie ist es das nicht, würde ich sagen. Wir gucken mal eben, ich meine, es müsste ja auch mit dem Gewicht gehen. Das Gewicht so schön rauf und runter machen können, was wir hier hinten dann nicht machen können. Also das ist schon wirklich sehr ärgerlich, sowas. Huch. Nee. Es will nicht. Hier nochmal. Gut, da müssen wir wohl mal ein bisschen nachhelfen. Ich weiß ja noch nicht wie, aber vielleicht mit Schieben. Oder mit Schwung schieben. Und nein, bevor ihr jetzt fragt, nein, rückwärts fahren tut er auch nicht mehr. Das würde ich einfach rückwärts rausfahren, ich wäre ja nicht blöd. So. Ne, läuft eigentlich. Ja, und aus dem Riesenberg-Silo, den wir hatten, sind immerhin 67.000 Euro geworden. Da kann man auch nicht meckern. Da geht natürlich noch mehr, ne? Also so ist es nicht. So, dann gucken wir mal, was fehlt den Tieren noch, wo wir gerade mal hier sind. Huch, Sauberkeit, genau, bei den Schafen. Jetzt haben wir auch jede Menge Gras angesammelt. Und diese Steuerung von diesem Kompaktladen, da komme ich immer nicht klar, weil... Immer wenn ich da drin sitze, drehe ich mich wie so ein Vögelchen, ne? Also das ist irgendwie sehr merkwürdig. So. So. Ist nicht der gleiche Fehler passieren wie bei den Kühen. Oh, die haben auch einen Hunger, hört ihr das? So, und dann fehlt uns eigentlich nur noch Wasser zu unserem Glück. Da müssen wir also nochmal einmal Wasser tanken, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich auch tanken, ja. Wenn auch immer ich wieder das Wasserfass wieder finde. Hallo Schweinchen! Ich finde das immer klasse. Hatte ich das schon erwähnt? Weiß ich gar nicht. So.
Dann fahren wir mal Wasser holen. Ja, grundsätzlich ist es ja so, von wegen Forst oder nicht Forst oder BGA oder nicht BGA oder dies, das und hier so jenes Häckseln, das da reinmachen und so. Es sind viele Dinge, die ihr euch immer wünscht. Ne? Der eine will es so haben, der andere will das mal sehen. Ihr kommt ja noch alle dran. Aber es ist halt schwierig. Soll mir ja auch Spaß machen. Ne? Und dann ist halt schwierig zu gucken, dass man das allen recht machen kann, funktioniert halt nicht. Deswegen kommt dann aber BGA, da kommen mal Tiere füttern, da kommen wir mit Cosplay, da kommen wir ohne Cosplay. All das, ne? Und ich hoffe, dass wir trotzdem so ein bisschen die richtige Mischung hier finden. Gerade auch jetzt, was ich ja eigentlich schon längst machen wollte, mit dem anderen Mähwerk mal probieren. Also mit dem Vorwärts-Rückwärts-Fahren hier. Dafür machen wir jetzt gerade den Trecker frei, dass das geht. Und dann könnte ich damit mal mähen und mal gucken, was funktioniert. Und habt ihr alle gesagt, das muss ich mit dem Pöttinger machen. Und das machen wir dann mal. Kurz, also längerfristiges Ziel ist dann natürlich, das Feld Nummer 22 zu besitzen. So, da kriegt ihr wieder fein was zu trinken, ne? Ja, fein! So, Körnermeißen, ja, das ist echt ein Problem. Wir müssen also jetzt mal auch die anderen Sachen wieder anbauen hier. So, und der Kollege... Aua! Oh, voll in die Fresse hier. Der Kollege hat hier irgendwie ein Problem. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das Problem möglicherweise sein könnte. Aber ich glaube, das finden wir auch noch raus. Ach, durchdrehende Reifen, okay. Wie würde das denn passieren? So, unter anderem, weil hier dieses Förderband wieder nicht ablädt. Da müssen wir schon mal ein bisschen bei stehen bleiben. Ja, das Förderbandsystem. Es ist ja, sagen wir mal so, es ist schön, dass Förderbänder jetzt von Anfang an dabei sind. Aber die Umsetzung ist ein bisschen zu kompliziert. Also wenn ich überlege, so die Mahu-Sachen, da hast du vorne, das saugt vorne die Sachen rein. Du kannst es oben schwenken, kannst es in alle Richtungen bewegen. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und durchdacht, funktioniert, läuft. Originalförderbändern. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen komisch, oder? Ist das nur mir so? Gut, jetzt läuft es erstmal wieder. Wir brauchen ja nicht den ganzen Tag daneben stehen. So, was sagt der hier? Drescher sagt, es soll anhalten. Okay. Wir lassen die einfach mal machen. So, machen wir das Silo noch leer, damit wir das Silo dann wieder benutzen können. Und ich würde dann auch fast hingehen und sagen, wir machen, wenn wir Silage machen, dann sofort hier festfahren mit diesem Fahrzeug hier, damit das Silo schön eben wird. Vielleicht funktioniert das, ich weiß es nicht. Dazu muss ich natürlich sagen, Cosplay war noch in der Beta. Genau, habe ich drauf vergessen, ganz vergessen darauf hinzuweisen. Wenn ihr jetzt auch fragt, Cosplay, ich will das installieren, geht alles nicht. Ich habe ein schönes Videotutorial dazu gemacht, wie ihr Cosplay installiert und wie das funktioniert. Dazu gerne mehr in meinem Kanal. Und wenn euch Cosplay gefällt, natürlich auch gerne auf den Spenden-Button drücken. Damit die Entwickler bei einer langen, langen Nacht, wo sie davor sitzen, obwohl die es gar nicht machen müssten, um euch eine Freude zu machen, obwohl das gar nicht deren Aufgabe ist, an dem Ding rumschrauben. So. Und dann können wir demnächst auch bei dem Futtermischwagen einfach dann mit der Schaufel das Stroh da reinkippen, müssen nicht die Ballen abzählen versus nicht Ballen. So, wie viel Silage haben wir denn hier noch? Ah, guck mal, zwei Schaufeln. Plus die, die wir wahrscheinlich wieder nicht mitkriegen. Die BGA läuft nicht. Also das ist echt ein bisschen merkwürdig hier, ne? Hm.
Manchmal hat sich das selber berappelt, aber aktuell tut es das nicht. Merkwürdig. Irgendwas ist auch hier wieder. Lösen wir das mal so. Schon ein bisschen komisch, wenn man hier drin sitzt, ne? Ich glaube, besser geht's, wenn ich dann hier Lenkrad zum Lenken nutze. Warum tue ich das? Immer, wenn ich in einem Lenkrad sitze, ich weiß nicht, wie das euch geht, ich habe immer so ein bisschen kurz, dann nutze ich dann trotzdem wieder die Tastatur. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich muss noch dieses Projekt forcieren, was ich mal hatte, mit dem eine App kann steuern, neben dem normalen. Mal gucken. Ja, das war's auch wieder für diese wunderschöne LS17 Gala hier aus eurem Lieblingskanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Bis dahin, denke ich mal, würde ich sagen, besten Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Denkt dran, dieser Kanal besteht nicht nur aus LS, das muss man offenbar wieder ab und zu mal jetzt wieder dazu sagen. Das heißt, schaut bitte auch die anderen Projekte im Kanal, wenn ihr euch denn von mir unterhalten lassen möchtet, denn irgendwann ist der LS17 auch wieder all und es wäre doch schade, wenn ich dann sagen muss, naja, die Leute wollen eh nur LS17 sehen, kann ich meinen Kanal ja dicht machen, wenn LS17 nicht mehr interessant ist. Das will, glaube ich, keiner. Deswegen open-minded, gibt es da hinreichend Material zum Schauen. Und ich behebe mal weiter hier dieses... Oh, jetzt. Ja, und das sieht schon gut aus. Jetzt können wir hier wenigstens wieder richtig runter. Ja, würde ich sagen, hier, ich lade das ganze Zeug mal ab hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in alter Frische. Horido empfiehlt mich weiter und auf Wiedersehen.